Moin! Willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013 Titanium Edition. Wir wollen mal kurz hier schnell weitermachen, weil ich den Sound nicht weiter spielen möchte. Und starten normal. Und wir nehmen Hagenstedt. So, starten Sie Ihre Karriere und decken Sie die vielfältigen Tätigkeitsfelder eines modernen Landwirts. In diesem Spielmodus ist es komplett Ihnen überlassen, welche Arbeiten Sie nachgehen wollen. Wollen Sie neue Felder erwerben, um Ihren Hof zu erweitern? Wollen Sie Ihren Viehbestand aufstocken? Oder wollen Sie hart verdientes Geld in neue Landmaschinen und Geräte investieren? Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Mit viel Fleiß und Kompetenz tauchen Sie in die facettenreiche Welt der Landwirtschaft. Ja, das ist der altbeliebte 2013er, den schon sehr viele spielen und sehr gut verkauft wurde. So, dann wollen wir gleich mal loslegen. Wir haben 6.000. Ja, wir haben den Bauernhof. Wir sollen hier lang gehen. Aber erstmal drücke ich mal P, ich will mal was gucken. Sortieren nach Marken, Tiere, platzierbare Objekte, Bienenhaus, 20.000. Oh. Ah, ich habe mir gedacht, ich komme mit dem Bienenhaus, aber es hat doch nicht so ganz geklappt. Hier ist zu teuer. Amazone. Sonderangebote, keine. Na gut. Im Besitz. Traktoren, sortiert nach Marken. Naja, schade. Ich würde mal gerne ein Bienenhaus kaufen, aber zu teuer. 20 Mille. Teuer sind Hühner. Tiere. Huhn kostet 40. Das Tier wurde gekauft. Haben wir 8 Tiere, genau so. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Nebengeld da verdienen durch die Eierverkauf. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich es machen soll. So, C. An. Und. Zwei. Los geht's. Wir starten uns schon das erste Korn hier. Ja, die Maschine ist ziemlich laut. Ist auch ein altes Teil. Da kriegen wir ein bisschen Geld hier mit, den ganzen Mähen und Sehen. So, jetzt kommen wir erstmal drehen wieder. Dam, 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 dam. Und es geht weiter in diesem Sauseschritt. Sagt an. Oder stehen gelassen, typisch. Wir sind einmal durch. Wieder heben das Sägewerk, Schneidwerk. Und wieder das Ganze zurück. So. 50% schon voll, das ist schon mal gut. So, einmal zurück und dann nochmal das mitnehmen hier. Und heben. Und wir drehen nochmal.
ein Ründchen. Schon mal senken und die wilde Fahrt geht weiter. Yeah! Quer durch das Kornfeld. Erstmal so ein Lied mit Kornfeld irgendwie, ne? Liebe im Kornfeld, oder wie ist das Lied? Ach, ich Depp. Mit C drücken und ich drücke die falsche Taste wieder. Aber stehen gelassen, hab genau gesehen. Ein Bett im Kornfeld. Da ist was los, ein Bett im Kornfeld. So, 92% gefüllt. Dann drehen wir noch kurz um, machen den Rest hier und dann 99. Zurückfahren. O drücken. Da fahren wir das Ohr raus hier. E wollte ich drücken. Meine ist die Maschine laut, ne? So, dann wollen wir mal zum anderen Traktor laufen. Man kann auch mit hier Tabulator-Taste hin und her springen. Aber dann ist keine Simulation mehr, dann ist es hier wildes Rumgeklicke. So, einsteigen. Q und ab geht die Fahrt. Ins Kornfeld. Da-da-dam. Moin! Stopp! E! So, hier kann man jetzt eine Dusche machen, wenn man möchte. Oh! Und die Fahrt geht los! Drehen. C, O, B, runterfahren und Taste 2 und weiter geht's mit dem Ernten. Wir ernten, was wir sehen. Ja, der Landwirt. Landwirtschaftssimulator. V, einmal drehen. Was für Zacken da drin, ne? Hallo?
gestern, weil ich alles wegkam. Einmal drehen, 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 drehen. Ich bin bewusst, dass er stehen bleibt, das ist ärgerlich. Und die ganze Fahrt geht zurück. Und es qualmt mal wieder. So, dann haben wir jetzt hier schon die Hälfte des Feldes hinter uns ungefähr. Naja, nicht ganz. Und zu Ende fahren und wir hochschalten. Traktor mit Mähwerk habe ich nicht. Spät runtergelassen. Da geht doch recht zügig hier das Ernten, ne? Dass wir die Hälfte stehen hier, wie es aussieht. Wollte ich drücken. Ah, wie heftig stehen gelassen. Und der Wagen ist gleich schon wieder voll hier. Hier habe ich voll die Kurve gemacht, ne? Ja, das ist nicht so ganz linear hier. Da drin steht auch noch was fest. Oh Mann. Und wieder ausfahren. Und den Wagen wechseln. Ich könnte auch darüber fahren mit meinem Sägewerk, aber kein Bock jetzt. Ja, wir drin fahren hier. So, jetzt bin ich drunter. Ist egal, wie weit man fährt. Man kann ein bisschen weiterfahren, wenn man möchte. Ne? Aber es ist eh alles gleichmäßig rübergeladen. So, der ist leer. Und wir wechseln den Wagen wieder. Dum, dum, dum. Und zwei. Den Rest hier abziehen, abmähen. Wir wollen ja nicht hier verstehen lassen. Wir brauchen hier einen Cent hier, ganz am Anfang. Kredit möchte ich auch nicht aufnehmen, gleich zu Anfang. Ja, man kann es auch im Multiplayer spielen. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Vor allem,
Da braucht keiner ein bisschen mehr Geld verdienen. Weil die anderen weiterspielen, wenn man nicht anspielt.